Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Crystal Legacy Part. Im letzten Part haben wir uns begonnen, den Weg zur Siegestraße vorzubahnen. Haben leider zwei Pokémon verloren, Flamara und Lamus. Beide sind weggecrittet worden. Dafür haben wir jetzt ein Cedra King im Team, was ich richtig cool finde. Es kann Surfer, Waterfall, Twister und Dragon Breath. Und zu guter Letzt hätten wir noch ein Tanupto mit Flammenwurf, Swift, Thunder Punch und Mudslap. Dieses Pokémon haben wir auch im letzten Part auf Level 5 gefangen. Wobei ich mich sehr über Tanupto freue, denn wir haben auf jeden Fall noch ein Feuer-Pokémon. Gebraucht? Für die Top 4 brauchen wir, finde ich, schon ein Feuer-Pokémon. Wir hätten im Notfall, wenn Tanupto in diesem Part stirbt, hätten wir noch Galoppa, obwohl Galoppa natürlich nicht so gut ist, da es nicht Donnerschlag kann und andere Attacken nicht. So, hier wechseln wir es mal raus. Kingler, da gehen wir mal in Cedra King. Und Cedra King drückt Surfer. Wie viel Schaden macht Surfer? Nicht so wirklich Schaden. So. Dragon Breath macht sehr guten Schaden. Das Traurige ist leider, die stärkste Drachenattacke, die Cedra King erlernt, ist Dragon Breath. Per TM natürlich oder per Level Up. Es ist ja die 8. TM. Also es ist die TM der 8. Arena-Leiterin. Gut, Twister ist sogar ein One-Shot. So, ich frage mich gerade, wie stark ist Twister? Das können wir nach dem Kampf nachsehen. Gegen dieses Pokémon drücken wir einfach mal Surfer. Cedra King trägt ja auch das Item Überreste, was sehr gut ist. So bekommen wir das Recovery. Okay, sogar ein gegnerisches Flamara. Sehr schön. Gut, wie stark ist Dragon Breath und Twister? Sind die Stärke gemacht worden? Das können wir mal nachsehen. Move. Okay, Twister hat Base-Stärke 70. Ist richtig cool, muss ich sagen. Und Dragon Breath hat statt Stärke 60, 70 bekommen. Ist eigentlich wichtig, muss man sagen. Denn, ja, was ist die stärkere, in Anführungszeichen, Drachenattacke im Wutanfall, die in den normalen Spielen Generation 2, 3, eine B-Stärke von 80 bzw. 90. Und ich glaube jetzt nicht, dass jemand ein Wutanfall, Dragoran, Wutanfall in Generation 3 Salamence spielen würde. Wer würde Wutanfall Brutalander spielen, wenn man Drachenklaus spielen kann, Generation 3, wo die Attacke nur ein wenig schwächer ist, also Drachenklaue, und du dich nicht auf in diese Attacke locken musst und sie verwirrt dich auch nicht. Also ja. Aber ich finde, die haben das wirklich sehr gut gemacht. In Gen 4, Base-Stärke 120, spielst du eigentlich immer auf Dragoran. Alakazam. Da gehen wir mal auf Swift. Ist ein Two-Shot, sehr schön. Gut, Akari, da wechseln wir mal raus. Sehr dürfen wir nicht vergessen, da gehen wir mal in Sandra. So, Takedown, und wie viel macht jetzt Future Sight sehr? Okay, gut, da können wir drinnen bleiben und drücken mal Surfer. Cedra King hat eigentlich in diesem Spiel keine Schwäche außer Drache, und es gibt nicht so viele Drachen-Pokémon. Deshalb hat es in Anführungszeichen keine Schwäche. Ich denke, die Dragoran werden auf jeden Fall eine Drachenattacke haben. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn Siegfrieds Dragoran keine Drachenattacken haben, finde ich das ein bisschen, ja, komisch. Also eins werden ein Dragoran wieder auf jeden Fall mit Drachenattacke können. Ich hoffe auch, ein Dragoran kann Hyperstrahl. So. Welche Pokémon hat Siegfried eigentlich noch? Die Frage ist, hat Siegfried immer noch einen Gyarados? Ich weiß leider, dass Siegfried ein Zapdos hat. Wenn ich mich richtig erinnere. Da brauchen wir Nidoqueen auf jeden Fall. Die Lore oder der Grund, warum es so ist, Rot hat allen Trainern, also alle fähigen Trainer, einen Vogel gegeben. Dem Feuerarena-Leiter Lauros, Siegfried Zapdos und Arctos, glaube ich, Blue. So, Miltank. Da gehen wir mal Nidoqueen, der ist noch auf Level 47. Wir können jetzt Match Bomb ein paar Mal spammen. Roller kann der sogar, holy shit. Oh, Landzone, da bleiben wir nicht drin.
drin. Da können wir einfach mal in Chunks gehen. Haben wir heute noch nicht gesehen. Psychokinese. Nochmal Psychokinese. Sehr schön. Am Pharos. Da gehen wir mal in Nidoqueen zurück. Thunderpunch trifft nicht. Jetzt haben wir Magnitude. Nidoqueen erlernt in diesem Spiel nicht Erdbeben. Hat es im Originalspiel auch nicht getan. Da können wir auch Magnitude drücken. Okay, Gänge mit Psychokinese ist überraschend. Huhuhu. Danke. Aber wir finden Erdbeben, deshalb ist das kein Problem. Intensität 6 reicht leider nicht aus. Dann müssen wir rauswechseln im Ball. Ja, okay. Die Trainer sind hier wirklich stark, das merkt man. So, ist hier auch noch etwas ein Ball. Ein Max-Elixier. Gut, dann gehen wir jetzt noch schnell zur Frau, die unsere Pokémon hält. Und ist das eine Aprikoko oder eine Iceberry? Das können wir dem Pokémon geben, dass es nicht gefreezed wird. Würde vielleicht gegen Lorelei Sinn machen, aber nicht gegen die andere Top 4. Wobei es ja die Theorie gibt, dass Vasili aus irgendwelchen Gründen Lorelei in Wirklichkeit sein sollte. So, lassen Sie uns durch. Nur Trainer, die 8 Orden haben, können hier durch. Und wir können durch. Und auf der Siegestraße können wir auch noch ein Pokémon fangen. Das ist der letzte Encounter. Pokémon, an die ich mich erinnere, die es hier im Originalspiel gab. Rihorn, Domphan, Ursaring. Kleinste natürlich, Golbat. Das sind halt Pokémon, an die ich mich erinnere. Es gibt hier sogar schon Geowatt. Gut, da gehen wir mal in Cedra King, Rollout, Twister. So. Da gehen wir mal in Nidoqueen, der wird am wenigsten Schaden bekommen. Huhu, okay. Gut, dann werfen wir mal einen Ball. Okay, der nächste Rollout besiegt uns und das will ich auf jeden Fall verhindern. Also besiegen wir dieses Geowatt und bekommen leider dafür keinen Encounter. Gut. Ein Boden-Pokémon ist auf jeden Fall Pflicht für die Arena oder irgendein richtig guter Counter gegen Zapdos, wenn der wirklich Zapdos hat. Kann aber natürlich sein, dass das dann verändert wurde ist. Ich habe ja ein bisschen den Hack verfolgt, wie der gemacht wurde, wie er verbessert worden ist. Da hat Smithplays ein paar Streams gemacht, die habe ich verfolgt. Ja, das Pokémon kommt mal an die Spitze. Haben wir kein Repellent geworfen. So, in dieser Siegestraße gibt es eigentlich keine Trainer. Ich merke gerade, das sieht wie die Siegestraße in Gen 1 aus. Soll es auch, glaube ich, irgendwie sein. Aber ich merke jetzt gerade wirklich, dass das zum ersten Mal so wirklich aussieht. Oder sieht das nur in dem Spiel so aus? Auf das habe ich nie wirklich aufgepasst. Aber ich habe mir schon gedacht, warum sieht die Siegestraße ein bisschen anders aus? Aber ich merke, die sieht so ähnlich aus. Gut. Das Wichtigste ist, dass wir uns noch Erdbeben abholen. Und wir müssen auch noch gegen unseren Rivalen den letzten Kampf ausfochten. Erdbeben bitte. Full Restore, okay. Ist das schon der Eingang? Ja. Repel brauchen wir noch. Die Frage ist, mit welchem Pokémon beginnen wir? Also wir haben ja feurige Starter genommen. Erdbeben, sehr gut. Also wird eher Impergator haben, dann noch Magneton, Gengar, X-Bot, Simsala, nehme ich mal an, die er immer hat, und noch ein Despotar. Irgendwie vielleicht noch ein Golbat. Irgendwie so. Gut. Welchen Pokémon nehmen wir? Elektrobrawl brauchen wir für Impergator. Wenn wir ein Pokémon opfern müssen, wäre es höchstens X-Bot. Ja. Wir werden deshalb auch mit X-Bot beginnen. X-Bot ist eigentlich schon lange dabei. Seit der 5., 6. Arena war das sogar schon früher. Von 5. auf jeden Fall. Und jetzt haben wir den letzten Kampf. Gegen Silver, gegen unseren Rivalen. Bin mal gespannt, wie der sein wird. Ich glaube, der kann Despot zu haben. Da habe ich ein kleines bisschen Angst. Gut. Und ich kann noch was anmerken. Also ja, Tyranitar, aber Level.
Nein. Ich hörte, dass sie selten sind. Okay, egal. Der hat wirklich einen Despotar. Da müssen wir aufpassen. Aber was ich anmerke, ich muss sagen, die Remixe sind, also die Remixe für von Heart Gold Soul Silver, also die Musik von Heart Gold Soul Silver ist viel besser als von den Originalspielen. Besonders im Rocket. Und dieser Remix, diese Melodie ist auch gut, aber ich finde das von Heart Gold Soul Silver besser. Das erste Pokémon ist Ursaring. Ja, da bleiben wir drinnen und drücken Matschbombe. Hoffentlich ist das ein Two-Shot, das wäre wichtig. Gut, wie viel Schaden macht die Attacke? Sehr guten Schaden und Slash. Bitte kein Volltreffer. Sehr gut, dann können wir mit nächsten Matschbombe das Pokémon besiegen. Sehr schön. Das nächste ist Impergator. Da gehen wir jetzt mal in Ball. Surfer wird hoffentlich keine 70 KP machen. Sehr schön, dann gehen wir mal auf Spark. Two-Shot bitte, sehr schön. Und mit zwei Sparks können wir auch Impergator besiegen. Despotar. Auf Level 48, er cheatet. Da gehen wir jetzt mal in unser Kingdra. Erdbeben. Wie viel Schaden wird die Attacke machen? Es ist immer noch ein Despotar. Weniger Schaden als ich dachte, aber Kingdra ist auch sehr bulky. Es ist auch das Drachen-Pokémon dieser Generation. So, wie viel macht Surfer? Bitte ein Two-Shot. Ui, sehr guten Schaden und er geht nun auf. Rockslide trifft nicht und somit ist Cheetah besiegt. Sehr schön. Aber Simsalak könnte noch ein Problem sein, wenn er Simsalak. Golbat, da können wir jetzt mehrmals Surfer drücken und dieses Pokémon besiegen. Sehr schön. Das nächste Pokémon ist Victory Bell. Okay, der hat komplett anderes Ziel. Da gehen wir jetzt einfach mal in Batman wieder. Wie gesagt, das Pokémon kann am ersten sterben. So, ich hoffe aber wirklich, dass du noch ein Simsala hat. Nicht wirklich, aber ja. So, das letzte Pokémon ist Houndoom. Ich finde, das Team ist ehrlich gesagt nicht so gut wie das Originalteam. Despotar gleicht das Team natürlich aus, aber Gengar, Simsala, Magneton sind halt viel cooler. Honemon passt irgendwie. Passt schon. Es wäre cool, wenn Fukano dich hasst oder sich selbst hasst, dass sie sich zu Honemon entwickeln würde. Wäre cool gewesen. Nur so Anmerkung, da er seine Pokémon eigentlich nicht mag. Gut. Er hat noch nicht aufgegeben, der beste Trainer zu werden. Er wird mich nochmal herausfordern. Gut. Route 23. Die Pokémon-Liga. Sehr schön. Und was sagt er? Okay, du willst die Challenge herausfordern. Okay, Abra kann helfen. Es kann mich nach Hause teleportieren. Okay. Gut. So, wir kaufen jetzt noch ein paar Tränke. Max Repel, Hyper Potion. Full Restore kaufen wir jetzt einfach einmal genügend. Wir brauchen jetzt nichts anderes mehr. Full Heal vielleicht noch im Notfall. Ja, jetzt müssen wir jetzt noch die Attacken vollenden. Die Moves vollenden von den Pokémon. So. X-Bud. Sehen wir uns mal die Moves an von dem Pokémon. Stats. X-Bud braucht statt Rauch vielleicht noch eine Attacke. Statt Scherenschauer braucht Talupte noch eine Attacke. Elektroball. Er lernt, glaube ich, nichts mehr. Also lassen wir das. Werde keinen Donnerblitz. Kingdra kann man theoretisch lassen. Aber Waterfall oder Dragon Breath vielleicht austauschen oder Twister. Rosana, perfektes Move. Icy Wind ist vielleicht gut, wenn wir das Pokésafe nicht one-shotten können und es dann somit langsamer machen können. Kingdra, okay. Ja, Erdbeben noch und dann passt das so. Gut. Wer kann denn theoretisch Erdbeben? Das bringen wir jetzt einfach mal Nidoqueen bei, statt Intensität. Gut. Iron Tail. Ja, ich denke mal schon. Mudslap lassen wir einfach mal. Können wir brauchen. So, Return. Wer könnte die Attacke lernen? Alle. Haben alle Pokémon maximale Vertrauen, sonst bringt sich die Attacke nichts.
Okay, Kingdra noch nicht, aber bald. Also, können wir es dem Pokémon beibringen? Welches Pokémon bräuchte die Attacke? Ich glaube, X-Bots wäre gut. Dann hätte es eine Normalattacke. Oder Thief können wir lassen. Das ist, hat ja hier in diesem Spiel Base-Stärke 60, oder? Move. Ja, also können wir die Attacke lassen. Schaufler? Nein. Spukball könnte gut wichtig sein. So, Nidoqueen höchstens. Da die Attacke speziell. Nein, ich denke nicht. Gänge können wir sowieso treffen. Matschbombe vielleicht noch eine Pokémon. Batman, Nidoqueen können diese schon. Swagger? Notfall, wie gesagt. Können wir gebrauchen. So, welche Attacken hat Ball? Wie gesagt, können wir Notfall gebrauchen. Ich denke, Rollout werden wir nicht mehr gebrauchen. Rest Sleep Talk wäre eine Möglichkeit. Feuerschlag kann die. Dann brauchen wir nicht. Sehen wir nochmal nach vorne. Dynamic Punch? Oh nein. Icy Wind vielleicht noch. Kingdra, so treffen wir die anderen anderen Pokémon noch sehr gut. Dragon treffen wir so mit vierfach. Noch Solar Beam? Auch nicht. Gut. Braucht vielleicht noch mehr Stärke. Hyplosion braucht sie nicht mehr. Ja, ich denke, die Movesets können wir lassen. Gut. Batman hat eigentlich Attacken, mit die ich zufrieden bin. Matschbombe, Konfusstrahl, Raub, Fliegen, verlobter Flammenwurf, Arrowtail, Donnerschlag, Mudslap, Elektroball, Funkensprung, Angeberei, Explosion und Donner. Seedraking, Surfer, Waterfall, Icy Wind, Dragon Breath, Rosana, Psychic, Lovely Kiss, Ice Punch und Icy Wind und dann noch Nidoqueen mit Matschbombe, Erdbeben, Body Slam und Surfer. Bin ich mit dem Team zufrieden? Auf jeden Fall. Ich werde die Pokémon jetzt noch ein, zwei Level trainieren und dann fordern wir im nächsten Part die Top 4 heraus und hoffentlich können wir auch einen Champ herausfordern. Und ich bin schon mal gespannt, ob der wirklich einen Zapdos hat. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es zum letzten Mal heißt Pokémon Crystal Legacy.